bin so schweigsam, weil ich gerade einen CDU-Spot auf einem Plakat gesehen habe. Da fallen dir echt die Plomben raus. Jetzt anpacken! Leistbares Leben für alle! Mal gucken, vielleicht finden wir noch so ein paar schöne Sachen. Man könnte eigentlich nur in der Landschaft rumfahren, um solche Sprüche aufzunehmen, wirklich. Wenn es nicht so traurig wäre. Hoffentlich läuft meine Kamera überhaupt, sonst muss ich mich gleich nochmal separat aufregen. Oh, halt, da kommt doch einer. Selten, aber kommt einer. Und jetzt kommen noch in Massen. So, alles gut. Ein Foto hinkriege. Irgendwo muss das hier reingehen. Da. Hier. Guck mal. Na, nee. Die haben ja die Blide abgebaut. Warum das denn? Warum machen die denn sowas? Schade, da wollte ich jetzt ein Foto machen. Was ist hier überhaupt los? Okay, dann da drüben. Äpfel, schön. Hier ist doch auch gut. Cool. Ich habe ein paar kleine Probleme mit der Kamera, mit den Ein-Ausschaltknöpfen. Ja, zwei Knöpfe, das. Also ein Knopf ein und ein Knopf aus. Na gut. Soll wohl gehen. Ist eine Honda, springt an. Bin auf dem Weg zu Anführungszeichen Burg Dannsee, D-A-N-See. Ja.
Müsst ihr mal googeln nach einem Herrn Isan Hinnack. Der Eiserne Heinrich. War irgendwie so ein Raubritter oder Ritter hier, kleineren Adels, der sich wohl mit dem Bremer Bischof angelegt hatte. Das ist ihm nicht gut bekommen. Und der hatte seinen Wohnsitz da rechter Hand, irgendwo im Wald. Das war aber früher ein See. Also so ein flaches Gewässer. Und der Bremer Bischof war natürlich auch nicht doof. Der hat ihn dann belagert hier mit so Bliden beschossen. Also so Wurfgeschützen. Da. Mittelalterliche Burg. Ja, muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie, also da geht das runter, fahre ich jetzt nicht mit der runter. Muss man sich nicht so vorstellen wie eine riesen Burg mit Mauer und all so einem Kram, sondern das war, naja, ich sag mal so, ein größeres Zweifamilienhaus, wenn überhaupt. Denn zu damaliger Zeit, da war ja hier nicht viel was. Auch nicht viel zu holen, denke ich mal. Denn die Oberen werden ja eigentlich auch nur immer reich und immer oberer, wenn die Niederen, das Fußvolk, auch genug zu beißen hat, um was für ihn abzudrücken. Alles andere ist Quatsch und hat noch nie funktioniert. Ich habe fast den Eindruck, man probiert das hier zu Lande. Allerdings derzeit mal wieder. Halt deinen Hund fest. Jo. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, kommt doch mal Luft in die alten Knochen hier. Vorsicht. In solchen Kurven liegt meistens irgendwie Split und da liegt er auch schon. Jo, will das hier gar nicht lange filmisch in die Länge ziehen. Aber ich könnte mir ja mal ein paar Gedanken machen dazu. Bin ja jetzt die drei Motorräder so relativ kurz hintereinander gefahren, alle drei. Was kann man jetzt da für Sachen raus schlussfolgern? Ganz persönlich. Also, das Kaliber von dem Motorrad hat so gut wie keinen Einfluss auf den Spaßfaktor. Das liegt natürlich auch daran, weil ich mit der kleinen roten nicht auf die Autobahn fahre und mit der dicken KTM nicht im Wald. Also artgerecht bewegt hat jedes dieser drei seinen Vorteil. Dieser hier zum Beispiel, was ich sonst immer so als Nachteil sehe, kein Windschutz, ist jetzt natürlich bei 30 Grad ein Riesenvorteil. Auf der KTM habe ich mein Schaffell, das isoliert mich ein bisschen von unten gegen die Hitze. Ich sitze hier auf dem hinteren Zylinder da. Also Pluspunkt Honda heute. Pluspunkt KTM ist ohne Zweifel der Charakter von dem Motor und für mich die Reisetauglichkeit. Oder allerdings, die rufe ich ja nicht ab. Ist also in dem Sinne für mich kein Pluspunkt. Nur ich könnte, wenn ich wollte, das schon wieder ein Pluspunkt.
So, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, ich fahre mal rechts. Also das ist so auf die Kürze mein Resümee. Es kommt nicht auf Größe, Preis, Image oder Aussehen von so einem Motorrad an. Man muss es nur da bewegen, wo es eigentlich hingehört. Das wäre so mein Ding. So, machen wir nochmal aus, wenn das geht. Muss nochmal anmachen. Bin da gerade kleines Dorf durchgefahren. Und ja, es ist ja momentan so ein bisschen Unruhe, oder ein bisschen viel Unruhe in unserem Bauernstand bezüglich Viehhaltung. Wenn ihr mal hier so meine Filme guckt, wie viel Platz hier ist, ja, der ganz hochprozentig vor allem mit Mais bestanden ist. Aber wie viel Fläche hier ist. Und du kommst dann, wie ich gerade, an einer Halle vorbei. Vorne war Gott sei Dank das Tor auf. Kommst du reingucken. Da stehen da, ich will mal niedrig schätzen, 60, 70 Kühe drin. Alle angebunden. Die stehen da ihr ganzes Leben lang drin. Und hier ist der Mais, den wir zu Gas und zu Sprit verarbeiten, anstatt eine Weide draus zu machen. Da kann mir jetzt einer sagen, ja, ja, Klugscheißer, da bin ich einer. Ich kann das nicht sehen, wenn bei 30 Grad 60, 70 Kühe in so einer engen Haltung sind. Angebunden, die können sich nicht bewegen, die können nicht weg, die können gar nichts. Ja? Sorry, da hakt es bei mir aus. Wisst ihr, wie warm so eine Kuh ist? Habt ihr schon mal eine Kuh angefasst? Auch wenn es kalt ist, die ist verdammt warm. Ja, das ist ja ein lebender Bioreaktor. Also nee, da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also die Bauern, die haben bei mir verschissen. Sofern sie sich nicht, hier, ich fahre jetzt schon kilometerlange Mais vorbei. Solange die sich nicht nach Regeln richten, die sie auch für sie gelten müssen. Nämlich artgerechte Tierhaltung. Und das ist nicht artgerecht. Ganz und gar nicht. Absolut nicht. Ja. Hier rechts, das sind Apfelbäume. Okay, kann ich noch mit leben. Da kommt wieder das nächste Maisfeld. Ja. Das sind Tagetes, rechter Hand. Pflanzt man zur Nematodenbekämpfung offen im Boden. Sieht doch schön aus. Da hinten, da rechte Hand, was man da noch sah, das ist garantiert ein Schweinestall, wo die Schweine nie einmal die Sonne sehen. Ja? Da sollen sie den lieben Landwirt mal den ganzen Tag einsperren in diesem Methandampf da. Ja? Also bei den Viehbauern muss was passieren, eindeutig, ganz eindeutig. Und wenn das die Grünen fordern, dann bin ich bei den Grünen. Dann wähle ich die zwar nicht, aber dann sage ich, da habt ihr recht. Das dazu. Aber mal gucken, vielleicht finden wir hier noch ein schönes Plakat. Ich bin gerade so schön in Fahrt. Was ist denn hier diese türkise Partei da für eine? Weiß ich gar nicht. Was ist das? Steht nicht viel drauf. SPD, die schreiben ihren Slogan schon so klein, dass ihn keiner mehr lesen kann.
ist das? Butter bei die Fische. Die Frau heißt Birgit Butter, CDU. Super, ne? Für was halten die den Bürger eigentlich noch? Für was halten die den Butter bei die Fische? Oh, ne, ich krieg Hörner hier. Du willst da rein, ich will hier rum, alles gut. Haben wir noch einen? Nee. Alles vorbei, ja? Hier ist wieder Rollsplit, Tempo 40. So. Kartoffeln werden geerntet. Hier vorne gehen wir mit dem Hund auf Gassi. Hier bei der Baumreihe hoch. Muss ich morgen mal gucken, ob ich wieder ein paar Kartoffeln finde, die übrig geblieben sind. So, was machen wir hier vorne? Ich würde ja wollen, wenn ich was sehen könnte. Auf die Zielgerade warten. Die kommt jetzt. Da wird das weiße Einhorn vorne leicht. Komm Einhorn, noch ein. Jo, gut gemacht. Braves Einhorn. So, beim Kalle machen wir wieder an. Na, Karl-Heinz? Super, dann lauf. Ah, Chef kommt. Mini-Chef kommt. Lauf, kein Mann. Wirf mich zwar nicht, aber mach es trotzdem. So, siehst du wohl. Schön.